Hey everybody, I am Beast here. Welcome back to my channel and welcome back to Dark Season 3. We're in Episode 2 today, The Survivors. As it say here, Martha travels to 1888 to warn her friends about the 2020 disaster. Winden residents past and present search for their missing loved ones. The pilot for this season was quite sort of confusing, and just having to work out the new relationships that each of the characters had with each other as compared to previously, you know what I mean? But it was pretty awesome to see. And it definitely looks like Marta is the all-knowing person in this particular season. You know, she definitely knows more beyond what Jonas, any of the Jonases know, because, you know, she goes back into the very past there. You know, I'm guessing that's in Jonas's normal world because it's older Jonas there. And he's gone back in time and he's trying to obviously build a time machine to get back because he recognized her straight away thinking that that was Marta. So, you know, she's obviously knows enough to be able to pop between worlds. So the question is, where did she get her information from? I definitely think some of the other changes, the differences were quite awesome to see. Hannah's with Ulrich, but again, Ulrich's still cheating and doing his thing. And yeah, she's on the other side now. So both her and Katarina don't have Ulrich really anymore. Now the fact that Jonas hasn't been born in the alternate reality world, so no one knows him, anything like that. And I wonder who the character was. I didn't get a good look at the ghost character that called out to Marta. So yeah, lots and lots of puzzles at this stage. I mean, it is the first episode, so I guess there are going to be a few puzzles. More importantly, the guy with the lip, you know, the cut lip, the scar on his lip, is that the new, I forget the guy's name, but is that the new guy that Marta's current boyfriend is in the alternate world? It's kind of hard to say, hard for me to see. But we'll find out quickly enough. So anyway, guys, let's get straight into it, see what it's all about. This is the dream again. Oh. Wicked. And this was another thing that was quite interesting. It almost seems like she is the one that loses Jonas in her reality. She was saying the same thing that Jonas was saying. She's like, I promise I'll make everything right. Oh, he's got that note. That's right. And that was the note that young Noah had given him. Oh, she looks tortured in this. Whoa. Are they all the present versions of themselves going back in time? Martha? It's not your Martha, guys. Das ist nicht Martha. Oh, this is the real Magnus. This is the most awesome Magnus ever. He's such a sweetheart of a dude. Er hat recht. Ich eure Mutter. Ich habe versprochen, das alles wieder gut zu machen. Dass ihr nicht sterbt in meiner Welt und ich nicht sterbe in eurer. Dass Ulrich, dass Papa, Mikkel, dass ihr alle zurückkommt. Dass das alles endlich ein Ende hat. She's on a major mission. It's awesome to see her in a role where she sort of knows what's going on and has this direction and a mission, and she's not just fighting for answers all the time. The survivors. They survived and went back in time, big time. Good song. She's obviously on a mission. Ich denke, ihr habt das Richtige getan. Auch wenn der Sarg leer ist. Wenigstens habt ihr euch. Wenigstens haben wir uns. Jetzt können wir Hand in Hand vor einem leeren Sarg stehen und endlich abschließen. Sag ihm, wo du warst, als Mats verschwunden ist. Während mein Sarg verschwunden ist, hat er Claudia Tiedemann gevögelt. Wenn du nur genauso viel Energie darauf verschwenden würdest, deinen eigenen Sohn wiederzufinden. Die du dafür verschwendest, deine Geliebte zu finden. Keine Ahnung, wovon du redest. Keine Ahnung, wovon du redest. Wicked. Forscher
18. Juni unsere Welt für den Nanobruchteil einer Sekunde stillgestanden hat. Als Folge könnten die Gezeitenkräfte auseinandergelaufen, Störungen in den elektrischen Systemen sein könnte. Derweil ist eine Stabilisierung der Lage nicht. Tough getting cancer help or cancer care in post-apocalyptic world. Ich bin zurück, bevor die Sonne untergeht. They're on a mission. Looking for survivors, I bet. In 5 Tagen wird hier alles dicht gemacht. Wir haben angeordnet, die Sperrzone zu versiegeln, einzumauern. Right, walling in the power plant. Warum tun sie ihr das an? They're going through the bodies trying to find Charlotte. Is that someone different following them? That's not Du kommst Claudia. Aus einer Parallelwelt. Und Jonas nicht existiert. In der wir alle bereits tot sind, weil deine Welt genauso untergeht wie unsere. Woher wusstest du, wo wir sind? Yeah, good question. Jonas hat es mir gesagt. Er ist gereist. Von eurer Welt in meine. Ich war nie in deiner Welt. Hast du den Brief geschrieben? Hat Adam dich geschickt? Womit bist du gereist? Ich will wissen, womit du gereist bist! Ihr seid spät dran heute. Die Maschinen laufen noch nicht. Sie sind also der Grund, warum sein Gemüt heute noch schlechter ist. Lassen Sie sich nicht von mir abschrecken. Kennst du diesen Jungen? Nee. Kennst du diesen Jungen? She's actually trying to fight him and bring him back. Ulrich. Weißt du vielleicht, wo dieser Junge ist? Vielleicht hätte Ulrich ihn jetzt noch geholt. Was für ein Irrer. Fass mich an, du Pestbeule. Ich dachte, du wolltest heute nicht kommen. Wow. Katharina Albers. Hallo. Ich erinnere mich. Die Alte tickt nicht mehr ganz richtig. That'd be so wicked. Hey, welcher Irre? Das kann er. Der Kampf ist diesen Sommer ein ausgebrochen. Hat versucht, Michael mit in die Höhle zu schleppen. Du lässt deine Finger von Michael. Und von Ulrich. Wicked. Wow, Hannah took that well. Some random old lady throws you up against the wall. You'd think she'd be more rattled than that. Es dauert nicht lange. In der Woche vor Claudias Verschwinden ist irgendwas aufgefallen. Sie hat immer so viel Wert darauf gelegt, wie sie aussieht. Aber in der Woche like she had gone to sleep. Ihre Haare. Es hatte alles was mit der alten Frau zu tun und dem Hund. Hat gesagt, dass der Hund ihr gehört. Danach war Frau Tiedemann eben irgendwie anders. It'd actually be torturous living her existence, Jonas' existence, and Martha's existence, trying to sit around and work everything out. Oh shit. The actor that plays Elizabeth is just amazing. She's so expressive. Frau Ende 40. Blonde Haare. Wenn sie nicht an der Wand sind, dann sind sie nicht hier. Yeah. Mann aus der Psychiatrie. Warum haben Sie mir nichts davon gesagt? Im Sommer hat jemand versucht, meinen Sohn zu entführen. Ihren Sohn? Weder können Sie sich ausweisen. Dieser Mann aus der Psychiatrie. Meine Mutter hat mir davon erzählt. Der Junge ist nicht verschwunden. Und Ihr Irrer ist zurück in der geschlossenen. Genauso wie die letzten 34 Jahre. Zurück, you know that. You saw the picture on the wall in the bunker. Hallo Regina. Soll ich dich mitnehmen?
That's right, I think her mom just left on her. Sieht aus wie Gretchen. Ich glaube, deswegen hat sie ihn auch behalten. Glauben Sie, dass das Verschwinden von Mats und meiner Mutter, dass das was miteinander zu tun hat? 100%. Ich weiß es nicht. In der Woche vor ihrem Verschwinden hat sie dir mal etwas von einer alten Frau erzählt. Hat sie dir etwas über mich erzählt? The girl's mother's gone missing, come on. Ich steig hier vorne aus. Yeah, exactly. Girl's mom went missing and all you care about is yourself. Wenn du irgendetwas brauchst. Maybe you should have led with that, dude. Mein Name ist Claudia Tiedemann. Ich bin eine der wenigen Überlebenden der Apokalypse vom 27. Juni 2020. Aber das Gottespartikel... Wenn wir es stabilisieren können. Vielleicht ist es ein Weg zurück. Vielleicht können wir sie retten. Alle. Okay, so she really does just care about Gunn and saving everyone. She's not really on a power play at all. Yeah, that actor's done so well with the character of Elizabeth because she hasn't been able to speak much until the alternate world in this season. She hasn't been able to speak, so. Oh crap. Who is this that's been following them? Oh crap. Noah. Ich suche Nahrung. Und du? Was soll das? Du uns? Ich hab dir gesagt, wir wollen nichts mit dir zu tun haben. Du willst sie beschützen, ich weiß. Das will ich auch. Und das werde ich, nachdem du getötet wurdest. Right, he obviously knows who she is then. Atosh. Tut mir leid, wenn Jonas, seitdem wir hier sind, ist anders. Wie seid ihr hierher gekommen? Wir sind gereist. Genau in dem Moment, als alles hochgegangen ist. Es ist einfach so passiert. Der Apparat ist leer. Nicht so einfach, 1888 an einen nuklearen Brennstoff aus der Zukunft zu kommen. Der Blinde, woher ihr kommt? Ich muss dir was zeigen. Die junge Frau, ist sie eine von euch? Oh, yes, no. Eine Reisende? The Tannhaus Family is known forever. Als ich euch gefunden habe, war das ein Zeichen. Was auch immer diese Frau für dich bedeutet, vergiss nicht, was wir erschaffen werden. Das Paradies. Wow. Jedes Unheil kann umgekehrt werden. Eine wow. Perfekte Welt. This is unreal from way back in 1888. Wow, that guy already had his own vision for that kind of thing. Jonas and everyone traveling back when he found them, that was just a confirmation of his idea, maybe. You're gonna give her a fright, dude. Entschuldigung. I'm here to visit Ulrich Nielsen. Oh, is that it, Mom? Ich möchte jemanden besuchen. Er ist seit 34 Jahren hier. Ich komme mir irgendwie bekannt vor. Them. Eine von den Frauen, die sich in Irren und Infizierten suchen, weil sie draußen keinen besseren abbekommen. Das ist der heilige Christophorus. Der Schutzheilige der Reisenden. Meine Mutter hatte auch so einen. Ich bin einen sehr weiten Weg gereist. Lassen Sie mich zu ihm. Bitte. Nice. She's adapting really quick. Meine Kollegin lässt sie dann raus. Tell her everything you know, dude. Ich hole dich raus. Versprochen.
This is awesome. See the unity coming back between everybody. Oh, who's snooping around? She's brave. Especially if it's intruders. Entschuldigung? Was it the dudes? This. Entschuldigung, was machen Sie hier? Uh-oh. You're gonna get taken out. Oh no. They're a creepy trio of themselves. Jasmin. Richtig? Die Hölle ist leer. Und alle Teufel sind hier. Oh, they're just going around taking everybody out. But that's like an innocent third party, isn't she? Irgendwann musst du dich entscheiden. Für uns. Oder gegen uns. Hab Regina gesehen. Hab mich all die Jahre gefragt. Claudia hat nie gesagt, wer der Vater ist. I've been gone on that long. Poor woman. Just felt betrayed, alone and empty and everything for all those years. Regina. Es tut mir so leid, aber es muss passieren. What has happened exactly? Dude. Sie hat gesagt, das ist der einzige Weg, es dich zu retten. What? There are so much other, more effective ways of doing this. Why is everyone doing it so brutally? Regina is actually his daughter, right? Oh. Oh, poor girl. All of these characters have been through so much. Brilliant young actor. 2053. Wow. Awesome. At least they got to be together for a bit. Den Tisch aufräumen. Muss man dir mal alles zweimal sagen. Oh, her mom was hard ass. Oh no. First her dad, now her daughter. Did Noah show him this? This is way back in 1888. Mind blowing. Was ist das hier? Das hier ist eine Art Geheimloge. Der alte Thanos ist der einzige, der von ihnen übrig geblieben ist. The only one of them left. 1888. Überzeugt, die Gesetze von Raum und Zeit außer Kraft setzen zu können. Sie haben versucht, eine Zeitmaschine zu bauen. Jonas versucht, die Dinge wieder so zu bauen, wie er sie gesehen hat. Er war schon mal hier. In der Zukunft. Er hat dich vorhin etwas gefragt, ob Adam dich geschickt hat.
dass Adam Martha getötet hat. Wer ist dieser Adam? I don't know. Er hat es euch nicht gesagt. Of course he wouldn't tell them. So tell them. Er ist Adam. Why does she know so much, but she didn't know this? Wir können uns der Illusion des freien Willens hingeben. Die Entscheidungen, die wir in dieser Welt treffen, sind andere. Laufen sie auf den gleichen Moment zu. Du hast geglaubt, dass eine Welt ohne dich eine bessere ist. Alle werden sterben. Die Apokalypse geschieht in meiner Welt genauso wie in deiner. In meiner allerdings bereits in 3 Tagen. All right, that was another wicked episode. Still a bit confusing in some parts, but it's really awesome seeing the relationships, the interrelations between different people in different times, you know, and everyone that survived the apocalypse and traveled, yeah, to see them sort of struggling in some ways to reconnect with each other. It was really cool to see Katarina get back to Ulrich and actually see him, and he would have told her how he tried to go back way back then and, you know, he'd figured out where Mikkel was and try to go back and get him and failed and try to get him, failed and get locked up and all this kind of stuff. And I guess that would have meant quite a lot to Katarina to think that he didn't just like vanish. He was off on a mission trying to save their son. Interesting that she managed to somehow travel back to that time. I guess she was in the cave. That's right. She was in the cave at the end of season 2 and it opened the doors and the portal was going crazy. So I guess it just traveled to her there anyway. But yeah, so cool to see what's going on. Interesting to see that spin that Sigmundus had been going on since way back in 1888 and further back, you know, a couple of generations as well. And it sort of, it all gets to be a sort of bird's nest sort of maze, you know, as to where in the timeline things started to happen and which event was the first event that led to the next event. It's also quite puzzling that alternate Marta knows so much. But then there are a few things that when Bartosz showed her Sigmundus Ray back in the 1800s that she didn't know about. Of course, Jonas, old Jonas, isn't going to tell them who he turns out to be because they wouldn't understand. They'll just all turn on him. But yeah, such an amazing series. And this is really quite an interesting start to the season. And for a final season, you know, and only a limited amount of episodes, they're doing a really great job of digging deep and creating all of this wonder and confusion, obviously, before they bring it back around and close it all off. Quite confused again after that episode, but no doubt when I do the editing very shortly, a few things will jump out at me and it'll make more sense. But as always, guys, please put your tips, comments, and no spoilers below for me, and I'll check those out. And I really appreciate all of your help. Appreciate you sticking with me, moving across to follow me on this channel. Appreciate that. Please give this a thumbs up if you enjoyed it and support the channel. Always appreciate everything you do for me. That's all for me for now, guys. So until the next one, take it easy.